Willkommen zurück zur Karriere mit Werder Bremen. Wir setzen unsere Erfolgsgeschichte mit dem Traditionsverein einfach mal weiter fort. Und jetzt muss ich hier mal was ändern bei den Youngsters. Die wollen wir natürlich so schnell wie möglich fit kriegen, dass sie uns dann auch viel Freude bringen werden in den nächsten Saisonen. Vielleicht sogar auch in dieser Saison, das weiß ich nicht. Aber so ein paar Sachen muss ich halt ändern, damit sie hoffentlich ein gutes Training machen. Torwärter aber echt gute am Start. Wenn wir gucken, Meier hat auch schon mit 16 fast eine 59. Den werden wir jetzt auch mal trainieren. So, wen haben wir ja noch? Dietrich. Mit 16 schon fast eine 60. Auch nice. Wir geben den jetzt erstmal nicht zu schwere Sachen auf. Mal gucken, ob das was bringt. Kommt, Leute, gebt ein bisschen Mühe. Ja, Meier und Richter so ein bisschen enttäuschend. Aber ansonsten A und B und nochmal B ist ja schon mal nicht schlecht. Das heißt, die haben auf jeden Fall ein gutes Training gehabt. So, jetzt nähern wir uns gleich dem Spitzenspiel und machen mal noch eine Pressekonferenz. Und da motivieren wir unsere Leute. Es geht immerhin gegen den FC Bayern München und das wird nicht einfach werden. So, Bremen. Fortschritt durch Konstanz, das kann man sagen. Tschechien möchte auch, dass wir Trainer werden, aber nein, danke. Wir sind hier erstmal völlig ausgelastet bei Werder. Auf geht's, Heimspiel gegen die Bayern. Da bin ich mal gespannt. Da bin ich jetzt echt mal gespannt. Wir können sicherlich jetzt ganz anders uns präsentieren, als wir es am Anfang der Saison getan haben, wo wir noch relativ unsicher in die Partie gegangen sind. Oh shit. Und trotzdem haben wir ein gutes Spiel abgeliefert, haben die Bayern sogar besiegt und das war so der Startschuss unserer ja, tollen Hinrunde. Und jetzt kommen wir aber mittlerweile als Tabellenführer hier zum FC Bayern mit ganz, ganz breiter Brust. Unsere Mannschaft ist super eingespielt, super eingestellt und wir können, denke ich mal, hier eine noch bessere Mannschaft letztendlich ins Rennen schicken gegen die Bayern und das sollte es doch eigentlich werden. So, wir schauen mal. Galdamesh. Den hätte ich ja schon ganz gerne irgendwie dabei. Genau, Innenverteidigung, Sané ist schon in Ordnung. Bauer geht raus, dafür spielt nochmal Augustinsson. Was haben wir noch? Kalaika, Meier, Mané. Kalaika will ich ja auch ganz gerne mal sehen, aber... Kein Lulu. Ja, ansonsten im Sturm haben wir mit Kruse und Benzia natürlich... schon echt einen guten Sturm und ich ändere da jetzt auch wirklich nicht mehr viel dran. Augustinsson, der hat mir echt gut gefallen auf der linken Seite. Da ist er echt ein harter Konkurrent letztendlich von Robert Bauer. Aber wir sind auf der Seite sowieso sehr, sehr gut besetzt. Auch mit Hinrichs und wenn man so will, haben wir auch noch ein super Talent mit Wolf. Aber jetzt geht's erstmal los. Herzlich willkommen zum heutigen Spiel. Wolf Fuß und Frank Buschmann sind für Sie dabei. Und gleich geht's dann auch los. In der heutigen Partie. Einfach schon mal traumhaftes Wetter hier im Weserstadion. Der Winter, Gott sei Dank, ist passé. Werder Bremen will heute beweisen, dass man besser spielt. So, Bayern ist nur auf Platz 3. Aber ein ganz, ganz wichtiges Spiel ist es. Weil somit halten wir uns die Bayern auf jeden Fall, wenn wir den gewinnen, auf Distanz. Und das müsste eigentlich unser Ziel sein. Auf der anderen Seite hofft natürlich wahrscheinlich Leverkusen uns, hofft natürlich, dass wir irgendwo schwächeln und dass die Bayern uns letztendlich irgendwie zumindest einen Punkt letztendlich abluchsen. Damit halt auch die Leverkusener noch rankommen. Weil wenn wir dann auf die Leverkusener treffen, dann wird es das absolute Spitzenspiel und das ist auch nicht mehr weit entfernt. So, da haben wir unsere Elf mit Hajrovic, Augustinsson, Bappe und vorne unser neues Sturmduo mit Max Kruse und Yassin Benzia. Und unsere Olis, Fritz sind auf jeden Fall, Fritz und Rodney auch immer noch fester Bestandteil. Und Nadim Amiri
Wie wird er sich jetzt letztendlich das erste Mal gegen die Bayern im Werder-Dress präsentieren? Hier zu Hause. So geht's die Bayern also heute. Die Bayern schicken auch mit ihrer besten Mannschaft. Mit Özil. Haben die sich in der Tat Özil geholt? Unglaublich. Alles Top-Spieler. Es wird nicht einfach. Er hier muss seinen Job machen. Auf geht's. Abseitsfalle, hoher Druck. Der Ball rollt. So. Delaney. Bayern greift erstmal noch gar nicht so richtig an. Das könnte gefährlich werden. Oh. Das war schon eine gute Chance. Da ist leider der Ball von Max Kruse etwas zu weit von der Brust abgesprungen. Sonst wäre das schon gleich so die erste Chance gewesen. So, Özil, da haben wir ihn. Den Neubayer. Oh, ein Fehlpass. Mit dem Ball am Fuß Richtung Gegner. Amiri. Oh. Es gibt Ecke. Richtig gut gemacht. Guckt ihr das an. Hat er leider nicht richtig gut getroffen und deswegen der Ball leider nicht so doll, nicht so kräftig, der Schuss. Und da ist er zu schnell. Neuer, okay. Was war der denn da, ey? Schön von Delaney. Oh, das pfeift der Schiri. Na gut, okay. Da wollen wir nichts mehr machen, da war Delaney in der Tat so ein bisschen, hat ihn auflaufen lassen. Was? Was kommentiert ihr denn da für einen Scheiß? Benzia klaut hier den Ball. Benzia läuft. Mach es. Ah. Da war in der Tat mehr drin, Junge. Gib dir doch mal Mühe. So, die Bayern wieder einen kurzen Abstoß. Versuchen das Spiel immer irgendwo selber aufzubauen. Vidal wird hier bedrängt, kann den Ball trotzdem abspielen. Wieder Delaney den Ball geklaut, was? Brutalo. Oh, da unten. Alaba. Hajrovic. Ja gut, es gibt Einwurf für die Bayern, aber die kommen jetzt das erste Mal so in Richtung unseres Tores. Ich hoffe allerdings nicht viel, viel weiter und das war's auch schon. So, Selassie, genau. Augustinsson, der neue Mann. Ganz schön eng gespielt, aber gut. Ah, verdammt. Jetzt ist die Kugel weg. So, Costa wird wieder bedrängt. Fairer Einsatz hier. Gut bedrängt, also so sehr, sehr schön. Wir schaffen es immer wieder, die Bayern so doll in Bedrängnis zu bringen, dass wir den Ball letztendlich da noch haben. Das gefällt mir schon sehr, sehr gut in dieser Anfangsphase. Ah, verdammt. So, Vidal, Özil. Lässt sich den Ball abluchsen. Auf Kruse, der läuft. Oh, das muss rote Karte geben. Rote Karte. Tatsächlich. Mats Hummels. Wie blöd ist der denn in den Zweikampf gegangen? Aber gut, Max Kruse das war auch durch. Mit viel Risiko, mit zu viel Risiko. Ja. Keine andere Option für den Referee. Oh, Freistoß. Schön in den Winkel da oben, passt auf. Hot. Nein. Keine schlechte Chance, schade. Aber vorbei. Ach, da war vielleicht sogar mehr. Habe ich nicht genug gezirkelt. Dummerweise. Aber okay, die Bayern sind ja jetzt nach knapp 20 Minuten. Sind sie letztendlich nur noch zu 10. Sie passen den Ball gut, so, Bappe. Aber jetzt eine überraschende Aktion. Das muss ich doch jetzt auch auszahlen, Leute. Schön. Oh, schöner Kopfer von Benzia. Ganz toll. Allerdings, der hätte gepasst, aber der Torhüter passt klasse auf. So, Amiri. Kurz was zu Delaney. Im Zentrum fehlt ihnen heute einiges an Erfahrung und das gerade auswärts. Okay, der Ball geht ins Aus. Die Sperre muss nur mal abgesessen werden. Also die Bayern gefallen mir heute nicht so richtig. Sie suchen also die Lücke. Das hatte ich mir aktuell noch ein bisschen schwieriger vorgestellt. Buschi, was sagst du zur Rollenverteilung? Oh, wer ist das? Fritzi! Jetzt! Oh! Guter Pass auf Max Kruse und da können die Bayern nur noch ganz, ganz im letzten Zeitpunkt, letzten Punkt nochmal was tun. Oh, Neuer kriegt den Ball nicht sauber. Delaney! Da raufen sich die Haare. Wieder ein kurzer Abschlag.
So, und wieder klaut Benzia den Ball, aber diesmal leider Einwurf. Gefällt mir gut, Benzia. Kämpft auf jeden Fall und hat auch schon ein paar gute Chancen gehabt. Ein guter Einkauf, ein sehr guter Einkauf. Kommt mir Alaba allerdings zu unbedrängt hier durch. Das war nicht gut von Sané. Aber den Ball geklaut, gibt Ecke. Das gibt Ecke, genau. Immer noch torlos, 0:0. Plätschert so ein bisschen vor sich in die Partie. Robben gibt Einwurf. Das wäre fast die Ecke gewesen, so gibt's Einwurf. Olan, das ist gefährlich. Schön von Sané. Selassie. Amiri. Jetzt der schnelle Hajrovic. Schickt da schön Benzia und jetzt da oben Kruse. Sieht Benzia, mach es, Junge. Oh. Schöner Spielzug. Gut geil von Neuer, kann man nicht sagen. Ach, schade. Aber da hinten würde ich mir jetzt immer noch mal einen wünschen, der nochmal dann aufs Tor läuft und jetzt vielleicht einen Fernschuss macht. Fritzi vielleicht? Oh, Pfosten! Was? Wieso das denn? Habt ihr den Schuss gesehen von Fritzi? Schöner Schuss. Echt schöner Schuss. So, wieder ein kurzer Abstoß. So, Rafinha, der muss in der ersten Halbzeit ja noch gekommen sein jetzt wahrscheinlich. Haben die Bayern ein bisschen umgestellt, wenn der Innenverteidiger fehlt. Und Augustinsson klaut hier schön den Ball. Auf Benzia. Auf Delaney. Noch immer Delaney. Benzia kriegt den Ball leider nicht unter Kontrolle. Bernard. Wieder den Ball geklaut von Delaney. Gefällt mir heute echt gut im Zweikampfverhalten. Absolut. Bernard. Lewandowski jetzt. Ja. Okay. Ich glaube, so soll es jetzt in die Halbzeit gehen. Jetzt Alonso. Jetzt vielleicht nochmal die Bayern. Wieder gestört von. Müsste. Hajrovic gewesen sein. Ja, Hajrovic. Kishiri pfeift ab. Das war's auch. Erste Halbzeit. Torlos 0:0. Ja, so richtig zwingende Chancen gab es, glaube ich, wenn dann nur auf der Seite von Werder Bremen. Mit der größten Chance sicherlich der Pfostenschuss von Clemens Fritz. Ansonsten die Bayern nur noch zu 10, dank der roten Karte von Mats Hummels nach einem rüden Foul. Und jetzt wollen wir mal schauen, ob wir diese Überlegenheit nicht besser nutzen können in den zweiten 45 Minuten. Wobei die Bayern jetzt sicherlich nochmal anders eingestellt worden sind. Wir schauen. Lewandowski. Bernard, schön. Selassie. Perovic. Der ist schnell. Lauf, Junge. Ja, muss er leider abwarten. Delaney. Da kommt der Schuss. Auch kein schlechter Schuss, kann man nicht sagen. Der war nicht schlecht. Wieder ein kurzer Abstoß. Das scheint wohl hier das probate Mittel zu sein von den Bayern. Aber Robben. Boah, geht hier gut vorbei. Özil, Vorsicht jetzt. Sunny hat aufgepasst. Jetzt gibt's einen Einwurf. Hier sehen wir die nächste Paarung in der Bundesliga. Eingeblendet für Werder Bremen. Dann geht so. Es auswärts gegen den FC. Vorsicht, Leute, jetzt. Robben kommt zu leicht durch. Immer noch Robben. Vorsicht jetzt. Den hat Sané. Der Bappe mal nicht. Schön. Ja, Amiri ein bisschen blass geblieben bisher. Benzia. Amiri. Oh, schön gesehen. Das ist beeindruckend. Bappe. Habt ihr das gesehen? Wie Bappe da geflogen ist und ist verletzt, wie es aussieht. Augustinsson, gut aufgepasst. Und da sehen gibt wir Einwurf. Verdammt. Ist ja einer verletzt? Nee. Dann ist die Bayern bald zu tun bekommen, Buschi. Es geht gegen Schalke.
nächsten Bundesligaspiel. Das dürfte kein allzu großes Problem sein. So, eine Stunde gespielt. Wir müssen bald wechseln. Aber noch geht's. Vidal jetzt. Oh! Vielleicht die beste Chance momentan von den Bayern gewesen. Bisher. Ich hoffe, es bleibt auch so. Fritzi. Oh, schön gemacht von Benzia. Lassen den Ball laufen, aber jetzt bräuchten sie auch mal einen Zug zum Tor. Toll. Max Kruse am Ball. Ah, den kriegt er nicht mehr. Der Torhüter. Schöne Staffette gewesen, aber letztendlich unglücklich in der letzten Aktion. Der war leider unerreichbar. 65. Minute, es bleibt in diesem Spitzenspiel beim 0:0. Die Tabellenführung beflügelt sie nochmal zusätzlich. Sie zeigen tollen Fußball und so, wir müssen auch unsere Überlegenheit eigentlich auch mal ausspielen können. Es fehlt doch ein Innenverteidiger. Zumindest sind wir zu 11. Und die haben nur 10. Wir gucken mal. 70. Minute knapp. Ich glaube, Fritzi muss raus. Dann bringen wir mal Galdamesh, Kalulu für Benzia. Ansonsten sind wir good to go. Vielleicht ist Kalulu nochmal eine gute Wahl letztendlich hier. Kalulu ist ja sehr, sehr schnell. Hat ja auch den Attribut oder das Attribut Flitzer. Vielleicht jetzt nochmal der etwas bessere Stürmer als Benzia. Aber Galdamesh. Und gerade nochmal so den Ball behaupten. Delaney macht ein super Spiel. Oh, schön. Das könnte die Gelegenheit geben. Auf Kruse, mach es. Mach's, Junge. Er macht's. 1-0 für Werder. Vorarbeit von Kalulu, würde ich mal sagen. Da pustet er einfach mal in die Kamera. Nicht unverdient, würde ich sagen. Und das war sehr, sehr gut herausgespielt. Da haben wir die Lücke mal genutzt, die uns die Bayern da geboten haben. Und mit diesem Treffer sind sie vorne, unglaublich. Ja. Wer hätte das gedacht? Nein, ich glaube keiner. Wahrscheinlich sie selbst noch nicht. Sehr gut. Jetzt heißt es 1-0 für uns, für Werder. Damit hätten wir das Spiel hoffentlich vorentschieden. Aber es sind ja noch ein paar Minuten. Wir sehen hier die Ballbesitzstatistik. Und alles ausgeglichen. Mit Robben. Den Eindruck hatte man. Bernard. Lewandowski. Jetzt die Flanke. Da sehr gut. Sich die Flanke. Jetzt Vorsicht. Und er schießt. Oh. Keiner war mehr dran. Abstoß. Das hätte sein können. Das hätte es echt sein können. Da ist der Ball irgendwie nochmal zu Özil gekommen und der. Ja, trifft leider. Oder Gott sei Dank. Nur. Max Kruse. Schade. Da passt auf. Jetzt ist die Kugel weg. Ja, Konzentration. Jetzt hier nicht den Spiel, den Sieg noch aus, aus den Händen geben. Galdamesh. Amiri. Unten. Jetzt haben sie den Ball verloren. Mbappé. So, das Spiel geht jetzt in die entscheidende Phase. Passiert hier noch was? Buschi. Ah, das schön gesehen. Extrem eng und spannend und die auf Delaney. Dass jetzt nochmal Unterstützung gefragt ist. Tolle Flanke. Das ist immer noch. Da haben wir Hajrović. Galdamesh. Oh, gut gehalten von Neuer. Kann man nicht anders sagen. Hat er gut gemacht. Es bleibt hier 84. Minute beim 1:0. Knappe Führung, kurz vor dem Ende. Und gegen wen geht's als nächstes? Galdamesh auf Hajrović. Der nächste Kontrahent von Werder Bremen heißt auf Kalulu. Schön durchgesetzt. Oh, toll gesehen. Tor! Super! Geiles Tor und ein Doppelpack von Max Kruse. Aber ganz stark gemacht von Kalulu, wie er den Ball behauptet hat und unten Max Kruse gesehen hat. Und er hämmert ihn einfach in die Maschen. Und das ist die Entscheidung. 86. Minute, 2:0. Da sehen wir es nochmal. Toll gemacht. Und da zieht er einfach ab. 2:0. Unhaltbar für Manuel Neuer. Hammergeil, absolut. So, jetzt können wir nochmal gucken, dass wir wechseln. Delaney oder Amiri müsste eigentlich raus. Oder Mbappé. Dann bringen wir nochmal Kainz, würde ich mal sagen. Einfach, damit er auch nochmal wieder ein paar Minuten Einsatzzeit bekommt. Ansonsten kann ich jetzt bei der 86. Minute
kann ich im Prinzip schon ein kleines Fazit halt ziehen zu dieser Partie. Die Bayern waren zu keinem Zeitpunkt richtig gefährlich. Natürlich haben sie gute Situationen oder Chancen gehabt, aber auch nicht sehr viele. Wir haben echt nicht viel zugelassen. Ganz im Gegenteil, haben wir sehr gutes Zweikampfverhalten gehabt. Jetzt vielleicht nochmal Kalulu. Ah. Oh, und Delaney zu weit vorgelegt. Wir hätten hier sogar noch das 13-0 vielleicht machen können. Also ein verdienter Heimsieg gegen die Bayern. Vielleicht bedingt, dass die Bayern auch frühzeitig nur noch zu 10 waren. Rote Karte von Hummels, die allerdings verdient war. Und das war's auch. Wir gewinnen das Heimspiel gegen die Bayern und dann kann heute ordentlich gefeiert werden. Und der nächste Gegner kann kommen. Bis dahin, macht's gut. Ciao.